Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 86 von NHL 19 Ultimate Team. Ja, letzte Folge, unheimlich ärgerliche Niederlage, muss ich jetzt einfach sagen. Also gut, Niederlage war es nicht, es war ein Overtime- bzw. Shootout-Niederlage. Aber ich muss ehrlich sagen, also, könnt ihr nicht in der Saison einfach den Shootout, das Tor, die Torhütersteuerung wieder rausnehmen? Das gibt einen extra Modus, der heißt World of Chell und da kann man Torhüter spielen. Oder Be a Pro, aber nicht im Ultimate Team. Aber gut. Joa. Jasma. Jampa. Muss nachher noch mal schauen, wie stark die Gegner waren. Habe die letzte Folge übrigens vergessen, mir die Mannschaft anzuschauen. Tut mir leid, Gifty. War ein bisschen zu. Hab mich ein bisschen zu aufgeregt, die Niederlage in Overtime, weil wir echt ein gutes Spiel gemacht haben, gerade hinten raus wieder, aber uns selber nicht belohnt haben. Honda Center, zweites Heimspiel der Saison. Jampa und Finne. Gut, die Mannschaften werden dem Team nicht leichter da oben. Aber man kann ja wenigstens hoffen, dass man ein paar Spiele gewinnt. Ja, aber Alter, es hätte mir jemand die Steuerung umgestellt. Also ab und zu, Kane macht da auch, was er will mittlerweile. Was muss da liegen? Da schießt ihn irgendwann an. Das ist ein bisschen sehr dumm. Wir waren auch nicht so positioniert, wie eigentlich die Positionen sind da hinten. Mitschmaner. Trotz frech. Durch die Mitte. Und wieder kriegen wir den Pass nicht in diesen Finalen. O'Reilly. Schaubige tief. Kommt hinter dem Tor raus. Uppala. Ja, Kucherov startet da. Ich habe schon gesehen. Das war ein starker Sticklift. Muss man einfach an der Stelle so sagen. Das sind die Dinge, die ich halt nicht kann. Wenn ich schon wieder sehe, dass Modano in der Verteidigung spielt, dann denke ich mir auch wieder so, ja. Klar. Play up. Jetzt sollen wir einmal alle Spieler wechseln, bitte. Suben! Ah, oh, da hätte er vorne bleiben müssen, Jetzt müssen wir aber aufpassen, genau. Auf sowas müssen wir jetzt aufpassen. Malkin ist da. Hat sich da schon nach hinten eingesetzt. Josi mit Tempo Carlsen 1-0. Der kommt da von der Bank. Aber der passt halt genau in den Winkel. Halleluja. Schaut euch dieses Tor an. Schöner Querpass und Carlsen mit Fullspeed. Halleluja. Manch andere hätte da zweimal überlegt, du. Ob er den Schuss wirklich nimmt. Und Carlsen. YOLO. Okay. Stefan hält schon. Ich kenne den Torhüter nicht mal. Ah, dann kommen wir einfach. Da hat die Kalifornien führt auf jeden Fall wieder. Im letzten Spiel. Diesmal nur bitte keinen schnellen, dummen Ausgleich. Oh, lieber 2-0, das war der Pfosten. Oder die Latte, ich weiß es nicht mal, Kind. Eine bessere Chance kriegt er auch nicht mehr heute. Kolarik. Chad Kolarik. What? Das ist ja der Mannspieler dann. Scheibe ist raus. Pavelski, Horten. Laufduell. Zwischen dem aktuellen Sharkspieler und der Maple Leafs Legende. Dumme Zeitstrafe, weil der Spieler nicht gewechselt wurde. Sarkic gegen Gretzky. Steht schon Mikita. Das ist auch was, was mich ärgert, wenn der NHL. Weiß nicht, wenn es schon Verteidiger gibt. Kann ich gleich Kahun, kann ich gleich positionslos spielen. Also wenn Dominik Kahun Verteidigung spielt, tut mir leid, bei aller Ehre. Und der ist nicht drin. Steffen kriegt ihn.
So, Stefan. Oh, fast. Der war gut gespielt, der Kerlpass. Schöner Block. Yossi. Hoppala. Subban fast mit dem Scheibenverlust. Point Subban. Point Lemieux. Lemieux für Bayern K. Und Lemieux 2-0. Da war die Lücke. Und Mario Lemieux. Punkt genau. Das ist ein Schweizer Torhüter, glaube ich, vom EV Zug. In Unterzahl. Möchte ich kurz betonen. Weg. Nein! Der kommt von der Strafbank und geht gleich wieder raus. Ja, Rob Brind'Amour. Lemieux, Konter. Konter in Unterzahl. Da kam der Pass, glaube ich, ein bisschen zu spät. Jetzt mal. Oh, gut zugemacht. Ja, haha, kacke. Ja, Yossi und Subban. Subban macht's aber gut. Löst hinten zumindest gut auf. Und wieder Yossi. Ja, wir spielen der Unterzahl, deswegen. Jetzt sind wir vollzählig. Und der nächste, das gibt gar nicht. Das gibt es gar nicht. Wie kann man denn so viel Pech haben? Landeskog, Gabriel Landeskog, ja, verliert die Scheibe da. Offensive Bewegung. Und das, meine Damen und Herren, war Rasmus Dahlin in Zusammenarbeit. Kahun, das ist fast ein Eigentor. Wollte gerade sagen. In Zusammenarbeit mit Jacobs Levin. Nein. Oh, ich hatte dich schon. Naslund, da kommt noch einer. Und dann kriegt er den Querpass da nicht durch. Ja. Im letzten Moment. Ich mach den Dieg doch nicht. Und dann kam gerade noch so der Check. Da ist noch ein Schuss geworden. 1:9 Torschüsse. Bei 6 Minuten Powerplay, die er bisher hatte. Ich glaube, geht die 2-0-Führung mehr als in Ordnung im Moment. Oh, Lemieux kriegt den Schläger nicht mehr so, wie er gebraucht hätte. Mitch Marner. Die sind abgefällig von Mitch Marner. Diese Alleingänge von Mitch Marner, die sind ekelhaft. Also für den Gegner. Ich mag sie gerne, aber weil oft aus ungefährlichen Situationen genau dadurch noch was Gefährliches wird. Ja, also abseits von Wayne Gretzky. Durch die Beine, Tor. Schöner Deep Move noch. Aber da war schon abgepfiffen. Schade. So. Zweite Reihe, Gretzky, Kucherov, Stamkos, Carlsen. Und Rasmus Dahlin in der Verteidigung, das ist sogar die erste Reihe draußen. Stark zugemacht. Dubois. Da ist aber jemand, der heißt Wayne Gretzky und der kann das auch. Das ist Eric Carlson und Steven Stamkos. Carlson ist durch die Vorwärtsbewegung hinten fehlend. Haben wir ihn jetzt dann?
Jawohl, Gretzky. Modano. Hier ist Stamkos noch dabei. Und der wartet jetzt und von hinten. Hahaha, kommen sie wechseln. Und dann fehlt er die komplette Seite. Schneller Pass von Josi raus auf Gretzky. Dubois und Modano helfen sich da gegenseitig, dass sie da irgendwie hinkommen. Gaudreau macht zu. Josi 3-0, das war ein Top-Pass von Johnny Gaudreau. Vier Leute hinter sich gehabt, legt die Scheibe quer zurück in die Mitte. Josi kann annehmen und dann kann er sich praktisch ein Eck aussuchen. Der HC California. Bis dato sehr gut im Spiel und da auch sehr gut. Das ist Horton gegen Braden Point, Malkin und Stefan. Oh, leeres Tor. Braden Point auch mit der Rückhand zugange. Geblockt von Carlsen. Schön rausgespielt von Johnny Hockey. Auch bekannt als Johnny Gaudreau. Stan Mikita. Blackhawks Legende. 21 war noch lange Zeit dieses Jahr auf dem Trikot der Blackhawks. Und die Scheibe geht raus. Und da schaltet aber Landeskog. Trotzdem auch Pavelski schaltet damit. Und Brinder Moore. Ja, Josi kommt vom Wechseln. Das ist okay, das ist okay. Ja, das ist halt das, was ich sage. Wie gesagt, das ist halt schwer zu kontrollieren, wenn du, oder beziehungsweise als Spieler zu kontrollieren, wenn du die Scheibe noch nicht mal hast. Kannst du schlecht was drücken, dass er was tun soll? Weil dann wird er nicht reagieren. Brinder Moore, zweimal Pfosten. Rotzfrech. Zugang schiebt mit. Josi. Tuukka Rask und Subin reagiert gar nicht. Ryan O'Reilly da kurz komplett allein gelassen. Zusammen mit Landeskog. Hoppala. Geblockt der Schuss. Ja, das ist ein Check von hinten. Nicht gewertet von den Schiedsrichtern. Also da muss man sich dann schon fragen, Freunde der Morgensonne. Zwei Minuten. Ja, nein. Also nichts ist es. Auf keinen Fall. Und dann bleibt eh noch die Frage, sind es 2 Minuten oder 5? Aber der zweite Check, also dass der erste von der Seite keiner gewesen wird, verstehe ich. Und warum gibt es jetzt 2 Minuten? Tripping, aber gegen wen? Patrick Kane? Und warum? Okay, alles klar. Nächstes Powerplay. Gegen den HC California. Bulli gewinnen sie trotzdem. Hoppala, das war gut gecheckt vorm Tor. Lemieux kurz mit dem Druck auf den Spieler. Jacob Slavin. Calhoun den Check gegen Lemieux fährt, wollte ich gerade sagen. Aber jetzt da Lemieux. Stefan. Oh, Lemieux hat ihn nochmal. Suben. Und wieder gibt es Strafe gegen den HC California. Also wenn das eine Strafe war, war der Check vorhin auch eine. Just saying. Dann war der Check vorhin auch eine. Weil da stand Lemieux auch an der Scheibe und der Spieler kam von hinten. Spielen wir in dem Spiel deutlich wieder das Hockey, was man von uns gewohnt ist.
Wenn wir mit unseren Stiefel spielen können, dann funktioniert es auch. Letztes Spiel. Wir haben uns ein bisschen die Wege gefehlt, die Tore zu schießen. Heute anderes Spiel. Und vor allem noch ein besseres Spiel. Und das ist eine gefährliche Situation, Robin Damour. 5 auf 3, 5 auf 4 jetzt wieder. 1,25, aber trotzdem noch unter Zahl. Und trotzdem, Darlin mit dem Steal. Und gleich wieder dieser direkte Konter. Abgefangen und sofort den Pass nach vorne. Und das ist das, was den HC California aktuell so gefährlich macht. Dass sie sofort den Pass nach vorne spielen können, ohne lang nachdenken zu müssen. Hier, sofort geht einer den Außenweg. Und Pavelski! Irre Parade von Stefan. Da dachte ich, dass Pavelski außen bleibt, der zieht aber in die Mitte. Das ist natürlich dann nicht das, was ich brauche. Hoppala. Josi mit dem Block. Und da kommt Josi auch nochmal dazu. Und den legt er Braden Point schön auf. Und er macht ihn. Konter 4-0. Das war eine 1 auf 0. Kurz gediegt. Gewartet. Und versucht ins lange Eck zu schieben. Er rutscht durch. 4-0. Und das kurz, nachdem man wieder vollzählig ist. Ja, das ist kurz. Schon ein bisschen länger, aber trotzdem. Wobei. Nee. Eigentlich erst kurz wieder vollzählig. 4-0. Heißt aber noch nicht, dass der Käse hier gegessen ist, Freunde. Dann stellt er sich mit 5 Mann an die blaue Linie. Das ist nicht der Weg, wie du ein 4-0 drehen kannst, mein Freund. Das ist nicht der Weg, wie du das schaffst. Oh, irgendwie kriegt dann rein. Weil da hatten wir echt schön zugemacht gerade. Marc Messier. Dummer Puckverlust. Hat sich auch schon verändert. What the fuck? Das spielt ein Kita jetzt plötzlich als Center. Der war vorher noch nicht Center. Ja, das ist ein komplett anderes Spiel gerade eben. Also, ich habe das Gefühl, ich spiele gegen einen anderen Spieler. Als hätte er vorhin einen Bruder spielen lassen oder so. Kucherov. Muss abdrehen. Muss auch nicht unbedingt. Gretzky. Darlin. Schuss kommt, Stefan. Oh, wenn ich da die Kelle reinkriegt, ne? Das gibt's gar nicht. Das ist Markus Naslund. Der ist geblockt von Darlin. Das ist Modano gegen Stamkos. Den lässt Stamkos stehen, den lässt er auch stehen. Stamkos 5-1. Danke. Der, by the way, 99 hat. Dank dem NHL Award Meistersets Stamkos. Boah, Rask mit dem Top-Save. Bleibt übrigens immer noch bei dieser kranken Statistik von Tuukka Rask. Ich muss länger schon wissen, dass Tuukka Rask bei mir eine sehr gute Arbeit macht da hinten drin. Das ist der Torhüter, den ich gerne weiterempfehle. Die oft Torhüter-Probleme haben. Ach komm, und das ist halt wieder so ein Glitch-Tor. Ach, liebe Finnen, oder wo auch immer du her bist, warum könnt ihr nichts anderes? Warum könnt ihr einfach mal nicht schön spielen? Ich habe ihn nicht mal berührt. What the fuck? Ich habe den Stick gerade nach vorne gehalten. What the fuck? What the fuck? Schöner die Leute raus. Natürlich ärgerlich. Josi ist schon da. Josi entwischt ihn da auch. Das ist Braden. Ah, jetzt macht er mir genau den einen Weg, den ich gehabt habe, macht er mir zu. Kacke. Schöner Stil. Reicht nicht. Ein bisschen aufpassen, dass wir uns da jetzt nicht noch ein paar fangen. Rask hatte 97% im letzten Spiel. Das ist eine gute Quote. So, abbrechen kurz hier.
Ja, die meine ich, ja, aber die sind noch besser. Ja, da wird die Scheibe für Mana geblockt. Die hat aber die Way wieder hinkommt. Suben. Ja, und Suben einfach den Pass. Nicht spielt ihn er einfach, hätte gerade. Jawohl, Lemieux. Da kannst du eine Scheibe schützen, solange du willst. Und wenn Mario Lemieux steht, dann hast du die Scheibe nicht mehr danach. Lemieux, hoppala, frech gespielt, aber das ist dann aktuell auch mit einer der wenigen Wege. Landes. Warum muss der sich denn so blöd drehen? Vier Minuten noch auf der Uhr. Rask heute nur mit 80% bisher. War auch schon besser natürlich. Oh, Carlsen! Mana kriegt den Check von hinten nicht. Überläuft Chelios einfach. Ja, und dann fehlt Carlsen. Kurz und bündig. Kurz und bündig die Geschichte dieses Bildes gerade. Das sind immer dieselben Pässe. Das ist ab einer gewissen Liga, ich finde es einfach traurig. Also bei NHL finde ich es teilweise noch schlimmer als bei FIFA. Weil es sind einfach dieselben Pässe jedes Mal. Und dann denke ich mir so, wollen sie überhaupt das, wollen sie überhaupt, wie soll ich sagen, ein schönes Eishockeyspiel? Weil sie sind dann genau die Leute, die sich von Jahr zu Jahr beschweren. Oh, das Gameplay ist so scheiße, das Gameplay ist so scheiße. Ja, ihr macht es aber auch scheiße. Weil wenn ihr euch keine neuen Wege zum Tore-Schießen sucht und immer nur die gleichen Wege geht, ja, dann ist es irgendwann langweilig. Aber das ist in allen Sportspielen so. Das ist nicht nur bei NHL so. Die Sekunden reichen für zwei Tore. Das ist eine Erfahrung. Das, was ich meine. Ohne einen Stick-Move, ohne einen Poke-Check, ohne einen Stick-Lift. Einfach nur nebenher laufen und plötzlich hat er die Scheibe. Aber es ist zumindest ein Sieg. Und den können wir jetzt... Oh, schade, Gretzky fast noch mit dem 6. Und den können wir jetzt auch zelebrieren. 5-3, nicht 5-1. Im letzten Drittel ein bisschen runtergeschaltet mit dem Gang. Trotzdem noch zwei Tore gemacht. Am Ende haben wir aber 5 Punkte auf dem Konto und das ist das Wichtige. Entschuldigung, 1200. 12 Münzen. 5 Punkte. 2-0-1-0-2-3. 9-1-6-4-8-7. Weißt du, das ist so. Er hat eigentlich nichts gemacht im Spiel und schießt 3 Tore. So völlig unverdient. Völlig unverdient. Interessieren, wo der spielt. Und welchen wir kennen alle. Matthews 99, die geschenkte Karte, Stastny, Horton, Chelios, Modano, das nicht gehen kann. Ryan O'Reilly 99. PK Subban 99, Ian Cole 92, Dominic Cahoon. Irgendein Verteidiger drin bis auf Cole und Subban und Chelios. Okay, Horton hat noch 4 Verteidiger. Also für 92 war der ein bisschen stärker als 92, Freunde. Ich glaube, wir gehen nochmal ein Tor anschauen. Ich weiß nicht mehr gerade welches das war. Stamkos Point. Das war nämlich der Konter. Und das Braden Point nämlich ganz alleine durch. Und schaut euch mal an. 3 Leute sind direkt hinter ihm.
direkt hinter ihm. Und wie er einfach grinst. Ich laufe wieder davon. Hammer. So, und jetzt da hier kurz den Deke Move. Ich frage mich nur gerade, was der Deke Move, ob der auch was gebracht hat. Nein, nicht wirklich. Aber wir kriegen die Scheibe genau dadurch. Und den nehme ich dann halt auch gerne an. So. Damit haben wir 5 Punkte auf dem Konto. Ich bedanke mich wie immer vielmals fürs Zuschauen. Würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sage tschö. Mit Ö. Und bis zum nächsten Mal.